Hartmann hier. Ich versuche, die Geheimnisse der Strände, des gestrandeten Todes, von Dus und auch jene der Wiederkehrer zu lüften. Die Dusche in deinem Raum dient der Chiralium-Dekontamination. Chirale Materie kann Hormonsekretion und Nervenfunktion verschlechtern. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Belastung und der Entwicklung von Phobien. Sowie, in extremen Fällen, gewalttätigen und suizidalen Impulsen. Chiralium-Kontamination gilt seither als ein Auslöser für den Ausbruch von Dooms. Ich sollte ergänzen, dass diese Duschen eine weitere Funktion haben. Sie sammeln Blut, Haar, Flüssigkeiten und andere natürliche Abfallprodukte. Damit können wir nicht invasiv deine Chiralium-Belastung und deine Gesamtgesundheit überwachen. Und, das gebe ich offen zu, die einzigartigen Eigenschaften deiner Physiologie studieren. Du bist ja ein Wiederkehrer und so. Und? Hast du schon darüber nachgedacht? Bis oben hin voll mit Chiralium, aber ungefährlich für euch Dooms-Jungs. Das ist alles, was man braucht, um die Welt wieder zu verbinden. Um uns wieder zu vereinen. Ich bin ein Bote. Verbinden ist nicht meine Aufgabe. Oder Knoten machen. Aber ich tue, was zu tun ist, um Amelie zu helfen. Zu, Sam. Die Terminals, die Amelies Leute in den Orten aufgestellt haben, die sie auf dem Weg nach Westen passiert haben, nennt man Knoten. Die Infrastruktur ist vorhanden, aber das chirale Netzwerk ist offline. Im Moment kann es nur Sprachmitteilungen übermitteln. Teils über Leitungen, teils drahtlos. Und nur kleine Datenmengen. Deshalb benötigen unsere Chiralogramme lokal gespeicherte Daten. Amelie und die anderen Bridges-Mitglieder, die du gesehen hast, sind alle mit lokalen Daten erzeugte Hologramme, falls du das nicht weißt. Du musst nur den Knoten finden, deinen Cupid verbinden und die chirale Kommunikation online bringen. Sobald du ihn mit dem Terminal verbindest, kannst du eine große, zeitlose Datenübertragung mit dem UCA-Netzwerk einleiten. Und so verbindest du uns nicht nur untereinander, sondern auch mit unserer Vergangenheit. All die verlorenen und fragmentierten Daten werden gesammelt und wiederhergestellt. So, als ob man einem Dinosaurierfossil neues Leben einhaucht. Milliarden Jahre Erdgeschichte, all die Weisheit und das Wissen, das uns seit dem gestrandeten Tod verloren ging, erlangen wir zurück. Und so, mein Freund, werden wir ihn besiegen. Sobald du die chirale Kommunikation hergestellt hast, können auch Hologramme erzeugt werden. Außerdem kannst du dann chirale Drucker nutzen.
Schon bald werden wir dazu in der Lage sein, alle möglichen Dinge zu senden. Außer ursprünglichen Ding. Oder Ding mit einer Seele. Nichts Echtes. Nur Kopien. Stimmt. Deshalb werden wir weiterhin Boten wie dich brauchen. Vor und nach der Wiedervereinigung benötigen wir Mittelsmänner. Keine Ruhe für die Gottlosen. Tja, Müßiggang ist kaum einem vergönnt. Die Einzelheiten kriegst du am Versandterminal. Du findest es im Obergeschoss. Da wartet auch die Fracht. Diese Stiefel haben einige Kilometer hinter sich. Soll ich sie entsorgen? Halt. Warte mal. Du musst etwas für mich untersuchen. Mein Blut scheint diese Dinge abzustoßen. Das ist mehrmals passiert. Abzustoßen? Wie meinst du das? Keine Ahnung. Du hast mir doch Blut abgenommen. Sag du es mir. Okay. Ich schau mal, was ich tun kann. Die Hard Man. Dein aktuelles Ziel ist es, das chirale Netzwerk von hier nach Broadnought City auszuweiten. Aber das geht leider nicht auf direktem Weg. Dafür ist das Signal zu schwach. Um die Entfernung zu überbrücken, brauchen wir Knoten. Stell dir vor, du verknotest Seile, um ein längeres Seil zu machen. Der erste Knoten ist ein Bridges-Wegposten. Wirf mal einen Blick auf den Auftrag. Liefere, was gebraucht wird und verbinde den Qubit. Der letzte leere Sturz in Central Knot City hat zu einem Lieferstillstand geführt. Bis jetzt. Bei diesem Auftrag lieferst du Neurotropika aus. Oxytocin, um genau zu sein. Oxytocin verringert Stress effektiv. Und zwar so gut, dass einige Leute es Liebes- oder Glückshormon nennen. Integriere die Wegposten mit dem Qubit ins Netzwerk, sobald du den Job abgeschlossen hast. Sam, Auftragsübersichten können entscheidende Informationen enthalten. Sieh sie dir an, bevor du dich auf den Weg machst.
Sam. Tja, für diesen Auftrag bekommst du etwas Seil und eine Leiter. Damit solltest du steile Anstiege bewältigen. Und wenn du einen Fluss überqueren musst, taugt die Leiter auch als Brücke. Vermutlich überlegst du gerade, wie du diesen Auftrag abwickeln sollst. Auftrag zugewiesen.
Siehst du das Schild dort drüben? Du kannst auch selbst welche aufstellen. Mit Nachrichten, Warnungen, ermutigenden Worten, was dir gerade einfällt. Sam, selbst die besten Boten verlieren mal ihre Fracht. Aber du bist besser als die besten. Du kannst beenden, was sie begonnen haben. Wenn du auf herrenlose Sendungen stößt, solltest du darüber nachdenken, sie an den gewünschten Zielort zu bringen. Das ist leichter, als du vielleicht denkst. Für eine leichte Nachverfolgung tragen nämlich alle unsere Pakete Bridges-IDs. Und dein Unterwerk verfügt über einen Scanner, der besagte IDs auslesen kann. Kurz gesagt, das Teil an deiner Schulter kann dir dabei helfen, verschollene Sendungen aufzuspüren. Vergiss nicht, Sam. Jedes Paket ist ein Versprechen an einen Menschen in Not. Und sie zählen darauf, dass du lieferst. Hier drüben! Hier drüben! Hier drüben. Das ist für dich. Danke für die Hilfe. Gute Arbeit, Sam. Wie ich sehe, hast du verlorene Fracht dabei. Du kannst sie hier zur Verarbeitung einreichen.
Wenn du unterwegs mehr verlorene Fracht findest und sie nicht selbst ausliefern kannst, deponiere sie doch in einem Lager. Dort sind sie in Sicherheit, bis ein anderer Bote vorbeikommt und sie ausliefert. Selbst wenn sie bis zur Auslieferung noch durch ein Dutzend Hände geht, weißt du, dass du deinen Teil beigetragen hast. Eine steile Klippe oder einen Steilhang stößt, denk an die Leiter, die du von uns bekommen hast. Probier sie unbedingt aus. Mich würde interessieren, was ein erfahrener Profi wie du von ihr hält. Mm-hmm.
Gestrandete Todschuld, an den Gaffern, am Fall Amerikas, an allem. Er hat die Welt bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Menschheit drängelte sich wie Ratten, die ein sinkendes Schiff verlassen. Aber wir können nirgendwo sonst hin. Dieses Leben hat keine Zukunft. Wenn wir überleben wollen, müssen wir einen anderen Weg finden. Einen Weg, die GDs, den gestrandeten Tod, diesen ganzen Mist zu überwinden.
Na bitte. Ist hier jemand? Verdammt.
Wird geliefert. Danke. Wir alle spüren den Verlust von Central North City. Keiner wusste, was das für die Organisation bedeuten würde, oder für die UCA, oder für uns. Aber das Oxytocin wird den Stress lindern und helfen. Schon bald sind wir wieder auf Kurs. Lass mal sehen. Großartig. Danke nochmal. Wie es scheint, ist alles intakt. Und unser Wegposten hoffentlich auch bald. Zweiten Team, oder? Wo sind die anderen? Tot. Beim Lehrersturz gestorben. Im Ernst? Die Explosion hat sie alle erwischt? Und jetzt haben sie dich alleine losgeschickt? Wäre es bloß eine Lieferung, wäre es eine Sache. Boten kommen ja ab und dann vorbei, aber... Das zweite Team sollte den Cupid mitbringen und uns vernetzen. Seit 3 Jahren warten wir auf Hilfe. Seit 3 Jahren! Und sie schicken uns einen Mann? Scheiße, scheiße, scheiße. Hast du wenigstens mehr als das Oxy dabei? Ja, den Cupid. Du... wirklich? Also stimmt es? Er funktioniert endlich. Tja, dann bist du vielleicht die Antwort auf meine Gebete. Worauf wartest du noch? Schließ uns ans Netz an! Verbindung mit Capital North City bestätigt. Es passiert wirklich, wie Amelie versprochen hat. Endlich können wir das tun, weshalb wir hier sind. Hey, du gehst nach Westen, oder? Viele Leute werden froh sein, dich zu sehen. Wahrscheinlich gehst du bis zur Küste, oder? Was bedeutet, dass du Amelie persönlich treffen wirst? Oh, das ist ja mal was. Das ist wirklich etwas. Ich habe sie nie kennengelernt. Ich habe während der ersten Expedition nur ihre Holonachrichten gesehen. Naja, egal. Gib unterwegs auf dich acht. Da draußen treiben sich miese Typen rum. Mehr als gute, sagen manche. Aber das weißt du ja selbst. Vielen Dank, Sam.
Jetzt, da dieser Wegposten im chiralen Netzwerk ist, haben wir hier in Capital Nord City endlich direkten Kontakt zu ihm. Ja. Und jetzt? Westlich des Wegpostens stehen Bauten, die unsere letzte Expedition errichtet hat. Und jenseits davon liegt dein nächstes Ziel, Port Nord City. Die Stadt liegt am Ufer eines vom ersten Leeresturz geschaffenen Kratersees. Dein Ziel ist es, Port und Capital Nord zu verbinden. Doch dazu musst du unsere Anlagen als zusätzliche Wegposten nutzen. Sie sind für die Herstellung einer stabilen Verbindung nötig. Aufgrund der großen Distanz. Wir wollen ein Verteilerzentrum und ein Windkraftwerk benutzen. Und als erstes solltest du das Verteilerzentrum aufsuchen. Dorthin muss sowieso etwas Fracht geliefert werden. Nimm die Fracht am Lieferterminal in Empfang. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Deine harte Arbeit zahlt sich aus, Sam. Dank der verbesserten Netzkapazität kann dich das HQ ab sofort mit zusätzlichem Material versorgen und dich besser unterstützen. Das sollte nützlich sein. Sam, mit diesem TCK kannst du einen Briefkasten bauen. Thank you.
Waffeneinschränkung aufgehoben. Fracht wurde angepinkt. Weg hier. Sofort, ehe dich jemand sieht. Begib dich schnellstens zu deinem Ziel, wenn sie dich nicht kriegen sollen.
Tunnels haben wir zugesetzt, was? Gut, dass es geregnet hat. Sogar die würden sich nicht mit GDs an. Oh, my God.
das nicht, Sam? Keine Ahnung. Das Kleine sieht nicht gut aus. Keine Sorge. Seine Funktionen wurden vorübergehend ausgesetzt, aber die kann man wiederherstellen. Die notwendige Wartung kann ich in einem Verteilerzentrum durchführen. Aber beeil dich. Überschreitet die Belastung deines Bibis vertretbare Werte, löst sie die Produktion schädlicher Verbindungen aus und der Körper beginnt sich praktisch selbst anzugreifen. Das nennt man Autotoxämie. Wenn dein Bibi nicht richtig funktioniert, suche deinen privaten Raum auf und benutze den Inkubator dort. Thank you.
wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Taktische Waffeneinschränkung aufgehoben. Waffeneinschränkung aufgehoben. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind neben des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Anzug wird dekontaminiert. Ruhe empfohlen. Wegpfosten hat man mir alles über dich erzählt. Sam Bridges, von der zweiten Expedition, richtig? Der Mann, der alleine das chirale Netzwerk erweitert, wenn er nicht gerade ausliefert. Also was führt dich zu uns? Mal sehen. Der absolute Wahnsinn, danke. Du musstest auch durch GD-Gebiet, um hierhin zu gelangen, oder? Sie haben nicht übertrieben, als sie meinten, du wärst eine Legende. Okay, es ist Zeit. Würdest du uns mit dem Netzwerk verbinden? Dank, dass du mehr Leute in die UCA holst. Anscheinend sind wir im Chiralen-Netzwerk. Und mit dem mitgebrachten Material für unseren Chiralen-Drucker können wir hier Vorräte herstellen, wenn du welche brauchst. So können wir uns bei dir revanchieren. Begib dich jetzt nach Westen und mach weiter dein Ding. Gut, das Verteilerzentrum ist im Netzwerk. Sir, tu mir einen Gefallen. Bring dein EB in einen privaten Raum und verbinde es mit dem Inkubator. Gute Arbeit. Thank you.
Sam, über Gemeinschaft. Batman, bist du da? Ich brauche Hilfe. Okay, Sam. Entferne die Kapsel und verbinde sie mit diesem Inkubator. Ist dran. Gut. Es hatte nur gerade zu viel Stress. Das wird besser, sobald es wieder im Leib seiner Mutter ist. Mutter? Auf der Intensivstation in Capital Not City. Hirntod natürlich. Ach, du meinst Todmutter? Genau. Die Gebärmutter einer Todmutter verbindet die Welt der Toten mit dem BB. Und du wiederum verbindest dich mit einem BB, wodurch du dann GDs wahrnehmen kannst. Diese Kapseln wurden geschaffen, um die Gebärmutter einer Todmutter zu simulieren. BBs müssen immer glauben, sie seien in einer, damit sie richtig funktionieren. Allerdings funktioniert diese Täuschung auch nicht ewig, weshalb wir die Umgebungsdaten regelmäßig aktualisieren müssen, durch die Synchronisierung mit einer Todmutter via chiralem Netzwerk. Da. Das Update läuft jetzt. Gerade synchronisiert sich die Kapsel mit der Todmutter in Capital Not City und konfiguriert ihre Einstellungen auf Basis der neuesten Daten. Wenn du dein BB so in die Gebärmutter zurückversetzt, sinkt sein Stresslevel vorübergehend. Denn genau dort gehört es ja eigentlich auch hin. Das Kleine scheint glücklich. Ich versuche, die Oxytocin-Dosis anzupassen. Die Autotoxämie sollte jetzt deutlich langsamer einsetzen. Und vergiss nicht, die BBs sind nur Ausrüstung. Versuche, keine Bindung aufzubauen. Jedes wurde der Gebärmutter seiner Todmutter entnommen. Das macht sie absolut unberechenbar und anfällig für Fehler. Kein bekanntes BB war länger als ein Jahr in Betrieb. Vielleicht erlebt es das Ende dieser Unternehmung nicht mehr. Und dann? Das heißt, man kann mein BB nicht mehr retten. Du musst verstehen, dass es vieles gibt, das wir über BBs nicht wissen. Vielleicht liefern uns ja mit der Zeit das chirale Netzwerk und weitere alte Daten die Antwort. Oh ja, ich sollte doch untersuchen, warum die GDs auf dein Blut reagieren. Ich habe mit Hartmann geredet. Wir sollten bald Ergebnisse haben. Wie dem auch sei, ruh dich aus. Du und dein BB, ihr seid beide erschöpft. Gute Nacht, Sam.
bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sam? Kannst du mich sehen? Wie läuft es da drüben? Ich bin unbewacht, weiterhin nicht gefesselt und kann doch nicht weg. Aber wenn du weiter Verbindungen schaffst, wenn du zu mir kommst, dann gehen wir in den Osten, nach Hause. Danke. Ich mein's ernst. Es ist schlimm. In den Städten leben heute immer weniger Menschen. Niemand bekommt mehr Kinder. Aber Menschen sind nicht fürs Alleinsein gemacht. Sie sollen zusammenkommen, einander helfen. Und wenn wir als Volk das nicht schaffen, uns nicht wieder verbinden können, dann, naja, behält Bridget recht. Wir sterben aus. Ach komm. Amerikas Wiederaufbau erlöst uns nicht von den GDs. Solange sie noch da sind, gibt es keinen Ausweg. Aber wir haben wenigstens Hoffnung. Ich werde warten, Sam. Auf dich warten. Komm und finde mich. Hallo, Sam. Hier ist Hartman. Da du wach bist, könntest du dich wohl etwas frisch machen. Wie wäre es denn mit einer Dusche? Duschen ist gut für Körper und Seele und auch für meine Forschung. Müde. Bo. Ist müde. Deadman hat eine Bitte an mich weitergeleitet, da ich die GD-Forschung leite. Ich nehme eine Probe deines Duschwassers.
um mögliche Effekte deiner Körperflüssigkeiten auf ein GD zu untersuchen. Hast du andere mit Dooms untersucht? Alle beim Richards. Mich selbst und Mama. Bisher sind die Ergebnisse nicht eindeutig. Aber du hast andere einzigartige Qualitäten. Du bist auch ein Wiederkehrer. Ich bin schon ein wenig optimistisch. Verarbeitet Flüssigkeiten. Ausscheidungen. Chiralium. Ausgabe. Da, nimm diese Probe mit. Falls sich die Chance bietet, probier sie an einem GD aus. Ich bin gespannt, wie es reagiert. Wer weiß, vielleicht verschafft es dir ja einen Vorteil. Eine alte Forschungsarbeit beschreibt, wie sich die Körperflüssigkeiten von Personen wie uns auf GDs auswirken. Nur durch die Wiederherstellung dieser Materialien erlangen wir vergangenes Wissen zurück. Nicht nur über den gestrandeten Tod, auch über das Geheimnis deiner speziellen körperlichen Fähigkeiten und über unser Doomsleiden. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für die Menschheit. Sam, der Wiederaufbau Amerikas interessiert mich nicht. Ich will die Vergangenheit zurück. Oh, es ist fast soweit. Und wenn nach deinen Verbindungen nichts passiert, was dann? Ich fragte, was dann? Sam, tut mir leid, dass ich deine Pause störe, aber ich dachte, das interessiert dich. Vielleicht kannst du so besser entspannen. Uns haben an dich adressierte Nachrichten erreicht. Ich habe nicht reingeschaut, aber die meisten sind wohl von deinen Kunden. Geh sie mal durch, vielleicht ist was Nützliches dabei. Deine Mails kannst du über deine Handschellen und über das Terminal in deinem privaten Raum lesen. Es gibt noch etwas, das ich dir zeigen möchte. Das chirale Netzwerk lässt uns in unsere Vergangenheit blicken. Für immer verloren geglaubte Daten aus allen Ecken Amerikas können aus Bruchstücken wieder zusammengesetzt werden. Unser Archiv ist natürlich noch nicht fertig. Aber je mehr Wegposten und Städte wir beim Ausbau des Netzwerks einbinden, desto mehr Informationen können wir zurückgewinnen. Etwa Aufzeichnungen und Berichte der letzten Expedition. Alles, was sie gesendet hat, wurde zusammen mit Central Knot City zerstört. Einiges konnten wir übrigens schon wiederherstellen. Wähl am Terminal in einem privaten Raum oder über die Handschellen Archiv aus, um es dir anzusehen. Könnte eine spannende Lektüre sein.